Hallo, guten Tag allerseits. Mein Name ist Astrid Christen und als eingeborene Prozessbegleiterin begleite ich eben diesen, verfolge ich den IBA-Prozess seit mehr als 6 Jahren, auch schon in der Vorbereitungsphase. Und ich bin total infiziert von den ganzen vielen spannenden Zusammenhängen. Wie man hier sehen kann, hat sich mein Tun mittlerweile darauf fokussiert, dass ich bei der Initiative Fahrradstadt Wilhelmsburg mitwirke. Wilhelmsburg wird ein Modellstadtteil für den Fahrradverkehr. Ich schaue mal hier auf die Karte für alle die, die gerne mal die Insel besuchen wollen. Seid herzlich eingeladen, ihr wisst, wo ihr einkehren könnt. Das ist wirklich neu. Sehr spannend an dieser IBA, finde ich, es ist auch, betrifft auch mich wirklich sehr persönlich, dass ich sehr viel lernen konnte. Mich interessieren, wie ich schon erwähnt habe, Zusammenhänge zur Stadtentwicklung. Ich habe mich selber neu identifizieren können in dem Thema europäische Entwicklungsgeschichte. Das bietet mir ganz, ganz viele Inspirationen und Lebensqualität. Fahrradfahren und Energiewende, das ist sehr naheliegend, das muss ich jetzt nicht weiter ausführen. Aber ich habe auch gelernt, dass das Wilhelmsburg, was viele Jahre historisch von Hamburg abgeschnitten war, nun die Chance birgt, mit Hamburg gemeinsam Geschichte zu machen im 21. Jahrhundert im Zusammenhang mit der Energiewende, wo Hamburg auch als Stadt sehr gut positioniert ist im internationalen Wettbewerb.